Ja, ich wurde getaggt von der. Warum habe ich einmal meine Haare nicht geöffnet? Da kann ich definitiv ein Video benennen. Und zwar ist das, wie heißt das? Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Favorites Video Tag und eine 400-Abonnenten-Verlosung. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ja, ich wurde getaggt von der lieben Alina Jasmin und zwar geht es darum, dass man einfach benennen soll oder erklären soll, was sein persönliches Lieblingsvideo ist auf seinem eigenen Kanal. Und da ist mir sofort ein Video in den Sinn gekommen und zwar ist es, ich muss mal eben vorlesen, ich habe den Titel nicht genau im Kopf, weil er doch ein bisschen lang ist. Sei du selbst, wieso du deinen Körper akzeptieren solltest und warum alle anderen Unrecht haben. Genau. Das ist eigentlich mein Lieblingsvideo auf meinem Kanal, weil ich, weil dieses Video im Urlaub oder in meiner zweiten Heimat gedreht wurde. Es war eine Zeit, also wir waren 14 Tage dort und es war einfach ein schöner Urlaub, in dem ich mich richtig erholen konnte, den ich richtig genossen habe und in dem ich mich richtig wohlgefühlt habe und ich auch Zeit gehabt habe, nachzudenken. Also mir ist richtig klar geworden, dass ich oder dass wir uns alle so akzeptieren sollten, wie wir wirklich sind. Und dass die Menschen, dass die Menschen einfach so gut sind, wie sie sind. Und ja, der Hintergrund ist einfach, dass die Werbung einfach ein falsches Bild von der Realität abgibt. Und müsst ihr einfach mal reinschauen. Auf jeden Fall ist das halt ein Lieblingsvideo von mir. Erstens, weil die Kulisse wunderbar ist und weil die Message dahinter genau das ist, wofür ich auch stehe, also meine Lebenseinstellung eigentlich ist. Und es ist ein sehr persönliches Video und es ist ein Video, wo ich mich in Unterwäsche zeige. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr bei dem Tag mitmachen wollt. Denn ich möchte jetzt nämlich rübergehen zu der 400 Abonnenten-Verlosung. Ich habe euch ja versprochen, dass, oder ich habe mir vorgenommen, dass ich alle 100 Abonnenten immer eine Abonnentenverlosung mache. Jetzt sind wir bei der 400-Abonnenten-Verlosung und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber. Und eine Geschichte dahinter. Ich habe ganz nette Abonnenten, die auch sehr regelmäßig unter meinen Videos kommentieren und so im Kommunikationsbereich, wie man miteinander kommuniziert, kann man auch merken, ob man einen Menschen, ob man dem, wenn man den jetzt in der realen Welt begegnen würde, ob man sich gut mit ihm verstehen würde. Und ich habe so einige Mädels, Damen, Frauen, wo ich mir das sehr, sehr gut vorstellen könnte, mich dahin zu setzen und mit denen einen Kaffee zu trinken. Jetzt war es so, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt war es so, dass ich gesehen habe, dass mich eine Zuschauerin auf Facebook abonniert hat. Und ich habe ihr sofort eine Freundschaftsanfrage geschickt, weil ich sie nämlich sofort erkannt habe. Liebe Christine, Grüße an dich. Und ich finde das immer so toll, weil man so als YouTuber ja gar nicht weiß, wer hinter diesen Abonnenten steckt oder wer überhaupt, welche Persönlichkeiten hinter diesen Kommentaren stecken. Und ich finde es ganz toll, wenn die dann so rüber switchen auf Facebook und da gibt es einfach mehr Möglichkeiten, sich näher kennenzulernen oder miteinander zu kommunizieren. Und ich habe mit der Christine kommuniziert und ich habe sie direkt mal gefragt, sag mal, 400 Abonnentenverlosung, was könntest du denn verlosen? Und sie meinte, dann mach doch einfach eine Verlosung mit den Dingen, die dir persönlich gefallen, die dich selber ausmachen oder deinen Kanal ausmachen. Und ich fand die Idee super gut und ich habe mich dafür entschieden und bin dann ab
in die Stadt und habe ein paar Sachen gekauft, die euch bestimmt auch gefallen würden. Wenn ihr mir noch nicht auf Facebook folgt, oder kann man das so sagen, auf Facebook? Ich glaube nicht. Ne? Also man kann jemanden abonnieren und man kann ihm eine Freundschaftsanfrage schicken. Und wenn die Beiträge öffentlich sind, kann man den auch verfolgen. Ja, ich bin mehr der Facebook-Typ als der Instagram-Typ, weil auf Instagram finde ich die Bilder, die man postet, die sind wirklich wunderschön anzuschauen, aber mir persönlich ist einfach die Kommunikation dahinter wichtig, dass man sich gut austauschen kann, aber bei Instagram finde ich das ziemlich kompliziert, zumal ich das nicht am Laptop machen kann, im 10-Finger-System, sondern halt mit dem Handy hingehen muss und schreiben und so weiter, und das finde ich sehr mühselig. Genau, und deswegen finde ich Facebook viel besser. Schaut einfach auf Facebook vorbei, ich habe Links unten verlinkt und würde mich natürlich sehr freuen. Wie gesagt, Instagram bin ich nicht so aktiv, aber dafür auf Facebook umso mehr. Ich möchte jetzt einfach mal loslegen mit der Verlosung. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn ihr das gewinnen wollt, was ich hier für euch zusammengestellt habe, dann hinterlasst mir einfach einen netten Kommentar unten und gebt einfach den Hashtag mit eurer Lieblingsfarbe ein. Und alle anderen Infos findet ihr unten in der Infobox zum Gewinnspiel. Jetzt wollte ich... So, jetzt zeige ich euch einfach, was ihr gewinnen könnt. Und zwar sind das alles Dinge, die ich selber sehr gerne mag. Und legen wir jetzt einfach mal los. Und zwar könnt ihr einen Tee gewinnen. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann... Nein, war Spaß. Und zwar ist das ein Tee von der Firma Kappa Natural Fair and Delicious. Das ist in der Geschmacksrichtung Kräuter. Kräutertee mit Kamille, Zitronenmelisse und Lavendel. Das nächste Produkt, was ich euch in die Gewinnerbox reinlege, das ist von der Firma Le Petit Marseillaise ein Duschgel oder Cremedusche in der Duftrichtung Lavendel Honig. Dann haben wir natürlich Dresdner Essenz. Das darf auch nicht fehlen. Ich bin ein großer Liebhaber von Dresdner Essenz und mit Lavendel in Kombination, Lavendel und Hopfen in diesem Fall. Außerdem gebe ich euch dieses Duftdeckchen noch mit dabei. Ich finde, es passt sehr gut zum Thema Lavendel. Das ist nämlich ein Duft mit Lavendel unter anderem, und das kommt auch noch mit rein. Dann lege ich euch noch hier ein Öl mit rein von Rituals. Ich mag Rituals. Ja, von Indian Rose und Sweet Almond Oil, also indianische Rose, indische Rose. Und heute ist Donnerstag, eigentlich wollte ich heute etwas über Fitness, fit auf allen Ebenen hochladen, aber ich denke, das passt auch ganz gut. Ich lege euch noch ein Bliss Ball in der Geschmacksrichtung Kokosnuss. Das ist nämlich von der Firma vegan, glutenfrei und bio und so weiter. Für einen Snack zwischendurch. Außerdem bin ich eine große Naschkatze. Versuche aber dann auch Süßigkeiten umzuswitchen, die halt keinen Zucker in sich enthalten. Deswegen lege ich euch das ja auch noch mit rein. Und zwar ist das Beauty Sweeties, zuckerfrei, auch vegan. Zuckerfreie Häschen aus Fruchtgummi und fruchtigem Schaum. Und zu guter Letzt kommen wir dann zu diesem Schätzchen hier. Und zwar lege ich dem Päckchen, weil wir sind ja auch ein Beauty-Kanal, ne? lege ich euch die Zoeva Palette mit rein. Und zwar, das ist die Cocoa Blend Palette. Ja, ich mag die Zoeva Paletten sehr, sehr gerne. Und ich habe insgesamt drei Stück. So, das sind meine drei Paletten, die ich von Zoeva habe, die ich auch sehr, sehr gerne nutze.
Die Naturally Yours, dann habe ich die besagte Cocoa Blend und die Caramel Melange. Das sind alle drei Paletten, die ich wunderschön finde. Und die Caramel Melange habe ich übrigens bei der lieben Molly's Unicorn mal gewonnen, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich verlinke euch Alinas Kanal und Mollys Kanal unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, die Cocoa Blend, wie gesagt, lege ich heute auch mit rein. Das ist eine wunderschöne Palette mit ganz tollen Farben. Es sind Farben für den Alltagslook. Und das ist auch meine Farbrange, die ich total gerne mag. Lila, Brauntöne, diese Kombination. Und ja, die kommt dann auch mit in das Gewinnerpaket. Oh, das war's auch schon. Also ich finde dieses Päckchen eigentlich ganz hübsch. Ich würde mich darüber freuen. Und wenn ihr gewinnen wollt, alle Infos stehen unten in der Infobox und kommentiert einfach mit dem Hashtag, den ich euch genannt habe. Und jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.